Wir als Gärtner wissen, kein Fleisch, keine Knochen und nichts Gekochtes auf den Komposthaufen werfen. Das lockt zum Beispiel Ratten und andere Aasfresser an und die brauchen wir bei uns nicht im Garten. Auch müssen wir ein bisschen aufpassen bei Avocados, bei Bananenschalen oder bei Zitrusfrüchten. Die brauchen etwas länger bei der Verkompostierung. Viele werfen auch krankheitsbefallene Pflanzenteile in die Biotonne, darunter Tomatenblätter mit Braun- und Krautfäule oder auch Gurkenblätter, die mit Mehltau übersät sind. Für mich persönlich ist das recht schade. Ich möchte in meinem Garten einen 100%igen Kreislauf haben. Und ich habe auch eine Methode entdeckt, wo ich Fleisch, Gekochtes, Knochen, auch Avocados, Bananenschalen und auch Zitrusfrüchte ganz einfach kompostieren kann und hier wahres Gold produziere. Und das Stichwort hier ist die Fermentation mit Hilfe von Bokashi. Der Bokashi ist ein Fermentationsprozess, wo wir unser organisches Material und unsere Küchenreste wie Sauerkraut erst klein hacken, klein schneiden, damit halt hier die bestmögliche Oberfläche gewährleistet wird und auch beim Stampfen alles frei von Sauerstoff auch bleibt. Und wir schichten es dann auch schrittweise und Stück für Stück, bis der Eimer zum Beispiel dann gefüllt ist. An der obersten Schicht tue ich zum Beispiel Pflanzenkohle noch oben drauf tun und dann hier alles mit effektiven Mikroorganismen besprühen und dann luftdicht verschließen, fertig. Dann stellst du diesen Eimer an einem warmen Ort, ungefähr 20 bis 25 Grad und das für 6 Wochen. Und in den Bokashi-Eimer habe ich schon problemlos Knochen fermentiert, Fleisch fermentiert, Gekochtes fermentiert und ich habe nie Probleme gehabt, wenn ich das irgendwie ins Hochbeet werfe oder auch in den Kompost dann pferde, dass da irgendwelche Aasfresser oder Ratten gekommen sind. Ganz im Gegenteil, selbst bei Bananenschalen und auch bei Avocadoschalen ist innerhalb von 6 Wochen bei optimalen Bedingungen alles futsch vom Bodenleben umgesetzt. Das ist eine wunderbare Methode, indem wir unsere Küchenreste vorbearbeiten und dann einen richtig lebendigen Dünger haben, von dem unsere Pflanzen richtig stark profitieren und hier gesund und kräftig werden. Ich kaufe mir aber keine Bokashi-Eimer, weil die recht teuer sind. Man kann halt gut für so ein Doppelset 70 Euro bezahlen. Kann man machen, muss man halt nicht. Man hat halt dann wahrscheinlich einen Abflusshahn, den kann man halt nutzen, um halt hier das Flüssigkeit oder das Bokashi-Ferment zu bekommen und hier einen Flüssigdünger für seine Pflanzen zu haben. Im Balkon oder wenn man auf einer Terrasse anbaut und Pflanzen in Töpfen haltet, ist es sinnvoll. Braucht man aber nicht. Du brauchst letztlich nur einen luftdicht verschließbaren Eimer. Die bekommst du kostenlos, wenn du zum Beispiel in Gastronomie gehst. Da haben sie halt immer so zum Beispiel diese 10 Kilo Mayonnaise-Eimer und die wissen selbst nicht, wohin mit den Eimern zum Teil. Du müssen sie ja auch nur unnötig entsorgen. Da kannst du hingehen und fragen, ob sie dir zum Beispiel Eimer zurücklegen. Ich nehme zum Beispiel so Meisenknödel-Eimer, 10 Kilo, die sind auch riesengroß. Das reicht dann ungefähr für eine Woche bei mir, wo ich den Bokashi-Eimer gut füllen kann. Und den bekomme ich zum Beispiel von meinem Nachbarn geschenkt. Du kannst dir auch wahlweise ein altes Ölfass nehmen mit einem Spanndeckel oben drauf. Entweder 60 Liter oder auch 200 Liter, das ist dann die Premium-Version, wo du dann hier nach und nach deinen Bokashi-Eimer schichten kannst. Du kannst auch hier zum Beispiel, wenn du sehr viel Grasschnitt hast, weil das halt hier die Tendenz hat, sehr schnell zu schimmeln, wenn es dick aufgelegt wird. Und du weißt jetzt nicht, wohin damit und du musst deine Beete, sind alle voll gemulcht und dein Kompost ist auch schon damit voll. Und dann kannst du hier ein Gras-Bokashi machen, indem du halt hier ganzes Grasschnitt aufschichtest in einem Fass und genau das gleiche wie hier machst und effektive Mikroorganismen dann beigibst, das fermentieren lässt und dann später im Herbst wunderbar in deine Beete mit einarbeiten kannst. Wie bereits erwähnt, ist es sehr wichtig, alles klein zu schneiden, damit sich hier keine Lufträume bilden. Du kannst aber auch wahlweise den Eimer dann auch mit Wasser füllen, um auch wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Wie gesagt, das gleiche Prozedur, wenn du Kombucha herstellst, Kimchi herstellst, Sauerkraut herstellst oder auch andere Fermente. Wenn du Knochen fermentieren möchtest, dann kannst du zum Beispiel Hühnerknochen in einen Mixer reingeben und die halt dort zerbröseln. Die sind halt nicht ganz so hart. Wenn du ein größeres Kaliber hast, ich habe zum Beispiel mal Kuhknochen bekommen, dann kannst du die zum Beispiel zuerst auf dem Grill verkohlen und dann halt ganz einfach zerbröseln. Woher weißt du jetzt, ob dein Bokashi funktioniert hat? Einerseits am Geruch, das heißt, er riecht so leicht süßlich, säuerlich und du siehst halt oben zum Beispiel auch keinen Schimmel. Ich nutze Bokashi schon seit Jahren in meiner Permakultur. Im Frühjahr und im Sommer sammle ich das alles in meinen Eimer auf, weil da hier meine Komposte oder meine Hochbeete belegt sind mit den Pflanzen und dann tue ich sie halt im Herbst in meine Beete mit eingraben, einarbeiten, nennt sich erdisieren. Ich habe wunderbare Erfahrungen damit gemacht mit dem Ding. Wie gesagt, keine Aasfresser
und ich kann es dir auch nur jedem empfehlen. Hier, so hast du einfach die Möglichkeit, 100% von deinen Küchenresten zu kompostieren. Brauchst du in dem Zusammenhang auch keine Biotonne und sparst dir vielleicht auch eventuell hier die Kosten für die Entsorgung. Als Kaffee- oder Restaurantbetreiber oder Hotelier zuschauen, ist das auch vielleicht eine wunderbare Möglichkeit, eure Küchenreste zu kompostieren und das dann vielleicht in eure eigenen Beete, Gärten für eure Kunden mit einzuarbeiten, um eure Böden aufzubessern. Oder vielleicht findet ihr da irgendjemanden, einen Landwirt, den ihr das dann geben könnt. Ihr spart einfach hier zum Beispiel Kosten. Habe ich auch schon von anderen gehört, wo das funktioniert hat mit den Restaurants. Also vielleicht mal eine Überlegung wert. Also was ist besser als Recycling und Upcycling? Genau. Erst keinen Müll produzieren, sondern wertvollen Dünger für eure Pflanzen, damit die kräftig sind und damit ihr weniger Arbeit im Garten habt. Ihr habt eine höhere Ernte, eure Pflanzen sind kräftiger, haben weniger Krankheiten, also ihr erntet mehr und müsst weniger tun. Eine Win-Win-Win-Situation für alle. In diesem Sinne, wenn ihr dieses Video einen Mehrwert gegeben hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Kannst mir auch gerne in die Kommentare schreiben, welche Erfahrungen du schon mit dem Bokashi gemacht hast oder ob du es überhaupt nutzt oder ob du überhaupt davon schon mal gehört hast. Und sonst findest du hier noch an der Seite weitere interessante Videos, wie du zum Beispiel fruchtbaren Boden aufbauen kannst oder was ich hier zum Beispiel in meinem Permakulturprojekt alles mache. Gerne hier vorbeischauen und sonst freue ich mich, wenn ich dich im nächsten Video wieder begrüßen darf.